in der SPD steckt, glaube ich, schon noch eine riesen Power und riesen Kraft, die natürlich aktiviert werden muss irgendwie. Und da wird es interessant sein zu sehen, wer dafür in Frage kommt und wer überhaupt auch die Partei wieder mobilisieren kann. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Ich finde interessant, dass es so dargestellt wird, als ob Nahles jetzt das Opfer einer Intrige ist. Das stimmt, glaube ich, wirklich nur teilweise. Sie ist schon zuvorderst selbst schuld daran, dass sie jetzt zurücktreten musste am Ende. Hat auch die Situation letztlich selbst herbeigeführt. Keiner wollte in der SPD über sie und ihren Vorsitz diskutieren. Sie hat am Montag im Alleingang entschieden, die Machtfrage klären zu wollen über ein Vorziehen der Wahl des Fraktionsvorsitzes in der Bundestagsfraktion. Und das hat überhaupt die Situation erst so emotionalisiert. Ich glaube auch, dass die Atmosphäre in der SPD teilweise etwas falsch charakterisiert wird jetzt. Konzentriert sich alles sehr auf die vergangene Woche und auf die Sitzung der Bundestagsfraktion. Die war sehr hart und sehr deutlich, aber es war nicht ultra aggressiv, sondern es war eine offene Aussprache. Und das ist ja eigentlich was, was man sich auch wünscht in der Partei und in der Politik. Und das war auch was, was sich Andrea Nahles explizit gewünscht hat. Und die Härte sozusagen, die auch das Persönliche, was da zum Ausdruck kam, gab es ja teilweise Wortbeiträge. Andrea, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich glaube, wir schaffen es nicht mehr mit dir. Das ist ja sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, das hat sie am Ende möglicherweise dazu bewogen zu sagen, vielleicht bin ich da doch nicht an der richtigen Stelle. Ich glaube, dass die Bundesregierung schon weiterarbeiten wird und weiterarbeiten muss. Sie hat einen Koalitionsvertrag, den es abzuarbeiten gilt. Und es gibt natürlich auch Brocken, die da noch vor der Bundesregierung liegen. Also ich denke zum Beispiel ans Klimaschutzgesetz, das bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden soll und ein ganz entscheidendes Gesetz werden wird in dieser allgemeinen gesellschaftlichen Lage, wo der Umweltschutz so eine Priorität zu haben scheint. Und allein deswegen müssen sie sich schon auf die Inhalte fokussieren, beide Partner, weil wenn sie irgendwann mal in den nächsten Monaten auseinandergehen wollen, dann kann man das nicht mit irgendwie Frust über die Lage der Parteien erklären und begründen, sondern das muss eine inhaltliche Begründung haben. Ich glaube, dass die SPD jetzt erstmal eine Phase sozusagen überstehen muss, in der überhaupt eine gewisse Stabilität wiederhergestellt werden muss. Deswegen jetzt die Übergangsvorsitzenden, eine Troika, so hört man, soll jetzt die SPD führen. Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Das ist ein interessantes, kreatives Modell, nur die drei werden nicht sehr viel zu sagen haben. Das muss man auch klar sagen, weil sie höchstwahrscheinlich nicht Teil der nächsten Parteispitze sein werden. Da sind jetzt, glaube ich, kreative Lösungen gefragt. Da ist alles im Fluss, Doppelspitzen, Oberbürgermeister, No-Names. Also ich glaube, dass die SPD nicht drum rumkommen wird, Mitgliederbegehren zu machen in der Frage, wer die Partei künftig führen soll. Und natürlich ist da grundsätzlich alles vorstellbar. Ein Name wie Kevin Kühnert zum Beispiel steht ja immer im Raum. Halte ich noch nicht mal für völlig ausgeschlossen, dass der am Ende sagt, ich versuch's. Weil die SPD vor der Situation steht, einen entscheidenden Bruch vielleicht auch mal machen zu müssen. Und bei Kühnert merkt man natürlich, der ist zwar jung, aber da steckt natürlich eine unheimliche Power und Dynamik hinter. Und sein Verband, die Jusos, haben 80.000 Mitglieder, das ist so viel wie die Grünen haben.